Da sind wir doch schon. Alter, einparken, Leica Boss. Na gut, doch nicht. Lily, do you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Alter, ich hab genug Medikamente, ja? Sei mal nicht so vorlaut. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Ja, hör auf, Lily. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Okay, zeig her den Scheiß. Du hast dein neues Zuhause. Yay! I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Alright. Boah. Ich bin. Oh, Alter, ist der größer als meiner? Kleiner Rucksack? Kleiner Rucksack. Nö. Wow. Her damit. Ach so, das kostet mich Einfluss. Hätte ich mal eher aufgepasst. Ein Schalldämpfer, der aber wieder kaputt geht. Nee. Da gebe ich nichts für aus. Pistolenmunition habe ich jetzt auch gerade genug. Kann ich auch verkaufen dann hier? Ach, bunkern. Ach, das ist alles Pistolenmuni, super. Kaliber 22, die brauche ich. Alter, die Musik, wie cool. Dann, was kann ich hier noch bunkern? Scheiße, jetzt habe ich nur noch eine Brechstange. Verdammt nochmal. Tun wir mal hier ein paar Painkiller rein. Ah, tu mal alle rein. Wir haben's ja. Jetzt habe ich im Ernst alle rein, oder? Scheiße. Kann sie für teuer Geld wieder zurückkaufen. Was heilt denn dann Wunden, wenn die keine Wunden heilen? Essen? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Na gut, dann folgen wir aber weiter der Lily. Küche ist immer cool. Aber irgendwas zum Fräsen. Okay. Ja, Mama. Darf ich hier schlafen? Oh, wir können ja zusammen im Bettchen liegen, ha? Ich bin dein Sugar Boy. Come on. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Oh. How do you feel? Like somebody took a weed whacker to my fucking neck. We may have something here for the pain, but. Geht ihr alle hin? Lily, ich komme. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out. I'll see if I can get him on the radio. Hey, thanks. I okay. The hospitality. Ja, ich gehe schon wieder zu dir, Mensch. Ich wollte nur sehen, was mit meinem Kumpel ist. Some have unwittingly entertained. Hat er auch keine Geduld hier, die Lady. Und es ist Nacht, sehe ich. Jetzt merke ich erst, dass Nacht ist. Vögel fliegen hier rum, grillen, zirpen. Schee. Was? Weiß die mehr als ich? If he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. Oh nein. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Noch nicht. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Na toll. We need medicine here anyway. Medikamente finden oder Freund umbringen. Super.
No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face? Was machst du, wenn ich dünn Schiss hab? No. Tust du mich dann auch einfach abschießen? Huh? Look, we're barely hanging was? On here as huh? kids. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. Na, schön. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Ja, hab ich schon gemacht. Nobody minds if we're getting shit done and you need extra stuff. So, ich bin fertig. Shit you haven't earned. Ja, ich bin fertig. Here. I'm confused. There's a cell tower behind the swine and bovine. Heimatbasis verteidigen. Dann fange ich doch mal mit Verbarrikadieren an. Für Bob der Baumeister. Alan ist traurig. Die Hoffnung sinkt. Und wenn ich jetzt Medikamente finde, dann müsste die Hoffnung doch wieder steigen. Und da habe ich schon wieder einen Snack vergeudet. Super. Warum freut es Ellen nicht, wenn ich hier die Basis ausbaue? Das ist doch was Schönes. Man muss dich doch freuen. Ich lese gerade oben links Bevölkerung, 8 Leute. Werde ich da wohl von anderen Gebäuden Leute dazu holen können? Das wird noch richtig fucking umfangreich hier. Zack, eigene Tür aufgebrochen. Na dann schauen wir doch mal, wo wir hier Medikamente herkriegen. Infektionsherd. Da muss ich mal... Achso, ich soll den Infektionsherd beseitigen. Okay, machen wir das doch. Mit meinem eigenen Polizeiauto. Ah, auch bei Nacht sieht es hier schick aus. Wenn ich jetzt aussteige, bleiben die... Alter, die Scheinwerfer... Nee, schade. Ich dachte, die bleiben an. Das wäre echt noch cool gewesen. Oh je. Ich bin ganz allein. Oh fuck. Vielleicht sollte ich das mit dem Auto machen. Hier bin ich. Alter, mit der Musik. Ich habe so eine Gänsehaut, Leute. Ich hoffe, den Rest schaffe ich so. Soll ich schießen? Ja, komm. Gut, Reichweite ist jetzt nicht so der Burner. Und mein Aim ist genauso wenig der Burner. Da hauen wir doch lieber. Alter, was ist das? Alter, Gänsehaut ohne Ende. B zum Befreien, wo geht die Kamera hin? Was war denn das? Zack. Ich kann die... Alter, wie cool. Also schubsen kann ich die auch. Alter, da sehe ich was ganz Böses da drin.
Eigentlich will ich da echt nicht rein. Die! Lady! Lady Gaga! Bam! Looks pretty clear to me. Ja, keine Zombies mehr dagegen. Na klar. Das habe ich gesehen. Da ist der schon wieder einer. War einer. So, liebe Leute, kann ich hier irgendwas looten? In der Küche nichts leuchtet. Ich glaube, hier gibt's nichts für mich. Ich schaue nochmal hier zum Haupteingang, aber... Ah, doch, da oben ist ein Regal. Schau mal das doch mal an. Also bis jetzt kann ich nur sagen, kauft euch das Spiel. Ihr werdet es nicht bereuen. Was haben wir hier für Vorräte? Wieder Hodensäckchen. Und Böller. Nehmen wir mal die Säcke mit. Die kann ich ja essen. So, auswechseln und essen. Was mir gerade ein bisschen Gedanken macht, ist meine Gesundheit. Weil die Trauer, die steigt nicht. Und darunter leidet gerade meine Stamina. Jetzt teste ich mal Paracetamol. Aber nee, Moment, eigentlich soll ich ja Medikamente mit nach Hause bringen. Gut, dann schnappe ich mir dein hübsches Auto. Wow! What the fuck? Und dann versuche ich mal Alter, verpiss dich! So. Medikamente. Ach, auch gleich da. Wozu fahre ich so weit? Zack. Oh, wow, 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 wow. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die zerfressen mich bestimmt gleich. Zombie-Horde alarmiert. Da will ich doch durchfahren. Oh je. Fangen wir hier mit denen an. Ich glaube, der Rauch wird schwarz. Das ist wohl ein Zeichen für mich, auszusteigen. Ich hoffe, der Mehrheit bin ich jetzt entkommen. Dann schauen wir mal nach Medikamenten. Dazu mache ich die Lampe am besten aus, weil dann sehe ich, was leuchtet. Hier, wie dieser Schrank. Natürlich ist unter dem Getränkeautomat das Medikamentenschränkchen. Lebensmittel, Baseballschläger. I don't have enough space for this. Na, komm. Kurzzeitwecker. Nee, lass mal da. Gibt's hier noch was zum Looten? Oh, es wird wieder hell, glaube ich. Ich sehe Licht.
Ich frag mich auch gerade. Ach, wird doch noch nicht hell. Einbildung ist auch eine Bildung. Frag mich gerade, ob ich unten in der Karte irgendwie erkennen kann, ob ich ein Haus schon leer habe oder nicht. Hä? Soll ich mir bitte nach Medikamenten? Ach, nee, oder? Einfach erstmal auf dem Mast umschauen. Na, ganz schlau. Hätte ich hier ruhig mal früher drauf kommen können. Vorhin musste ich ja auch erst irgendwo hoch und mich dann umschauen. So. Ah, noch höher. Zack, zack, zack. Wow. Ai. Gonna take a look around. Ich war ja schon fast überall. Haus, Baustelle, Minimart, cool. Einkaufsladen, Waffenladen, Mama Mia. Automechaniker, gotcha. Fahrzeug, bestimmt auch ein Fahrzeug. Hey, Tierklinik. Looks like a vet's office or something. Oh yeah, Dr. Gilroy's clinic. What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people, and it looks like no one's broken in. Mhm. That's a good idea. Okay. Sounds aber like out. Wer mich kennt, weiß, dass ich zuerst den Waffenladen schaue. Oh, Zombie-Horde. There we go. Haben wir alles? Ich glaube ja. Nein. I think I've seen enough for now. Jetzt. Ja, dann lieber von der Zombie-Horde nicht erwischen lassen. Ist ja auch einen regulären Ausgang. I'm sending Alan and Sam to meet you at the fuck? Alan? Ah, über die Mauer einfach. Thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Wo war der Waffenladen? Da. Na, ziemlich nah. Ach, den haben wir schon angelockt. Dann können wir da auch wegpusten. Peng. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, da finde ich das ein oder andere Spielzeug. Lebst du noch? Nö. Du nicht mehr. Kommt aber auch gerade keiner. Ups. Dann schauen wir mal, ob wir was Hübsches zum Schießen finden. Alter. Alter, ich habe keinen Platz. Verdammt. Nee, da muss ich erst machen, was die von mir wollen. Freundlich gesinnte Überlebende. Die könnte ich gut gebrauchen, ein paar Partner. Vielleicht könnt ihr wegen Zeug mitnehmen. Oh, was ist denn mit dir los? Alter, und jetzt zirpen halt nur noch die Grillen, ne? Die Atmosphäre ist echt genial. Huch.
Oh, Scheiße. Moment, hier im Busch müsste ich doch dann... Ja, schön, wie unsichtbar ich bin. Oh, fuck, oh, fuck. Bin ich hier unsichtbar? Ja. Ich muss Paracetamol probieren. Na also, geht doch. Dann muss ich noch eins nehmen. Darf ich nicht? Ups. So, Licht wieder an. Und da irgendwie hochkommen. Da durch, da rum. Alright. Dann helfen wir mal unseren Freunden. Hey, so look, we're not doing that great here. You seem to have your What do you think? We'll get Kommst packed up and head to your base. I could use an escort. I'm on. Wow, wie viele sind denn das? Alright, be ready in a minute. Soll ich euch ein paar Hodensäckchen verkaufen? Oder mein Baseballschläger? Might want to swing wide. We got zombies to the left. Ready to roll in a minute. Ja, hier, kannst du ihn haben. Noch ein improvisierter Schalldämpfer. Die Böller verhökere ich auch mal. Oh, fuck. Ah. Tolle Basis habt ihr hier. Was machen die? Tun die da murmeln oder was? Oder befriedigen die sich gerade? Hm. Oh, fuck. Ja, ja. Ja. Bam. Ach so, die sammeln Zeug ein. Might want to swing wide. We got zombies to the left. Ah, jetzt sehe ich ihn hier auf der Karte kommen. Vielleicht kommt er zur Tür rein. Na komm. Ich mach den mal auf. Oh. Noch einer. Ah, wie krass. So, jetzt schnell den Zombie hier loswerden. Kurz auf der Map hier guckt und die Überlebenden nach Hause gebracht. Auf geht's. Nicht reden, rennen. Nimm die Beine in die Hand. Oh fuck, da ist dieser Zombie-Trupp. Oh nein, oh nein. Einfach weiter, Leute. Nichts ist passiert. Schnell einen Pimmel hier fressen. Wieso wird denn meine Stamina nicht mehr voll? Uah. Nein, nein, nein. Oieieiei. Einfach mitkommen, Leute. Hereinspaziert. Cool, von wo? Ah, von da oben. Na komm. So, rein mit dir. Super, da haben wir die Hütte, da haben wir die Basis schon ein wenig erweitert. Jetzt haben wir schon 11 Einwohner.
Gefällt mir aber nichtsdestotrotz, muss ich jetzt mal unterbrechen, weil wenn ich auf die Uhr schaue, ich kann es mal ruhig durchgeben, wir haben 2.20 Uhr in der Nacht und jetzt muss ich mal aufhören leider. Aber ich denke, das hier wird definitiv weitergemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Tudu, Virgin.